Jo, servus miteinander. Hä? Freunde der gepflegten Spielkultur. Nicht doch Sommer wieder. Ne? Foundation. Schön gleich. Jo, Klosterbau. Jo, mei. Jo. Ja, jetzt muss ich mal wieder auf normal umschalten. Also, nochmal für euch. Ganz langsam zum Mitschreiben. Hallo. Wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Wochenende. Mein Urlaub ist schon wieder rum. Das ist traurig auf der einen Seite und ja, gut, kannst du machen, nichts, ne? So, wir haben den Samstag, das bedeutet für uns, wir ackern uns gemeinsam durch den Jeffrey Report. Eieieiei, drei Seiten. Ja, ich nehme noch mal einen Schluck Kaffee, ja. Und dann können wir dann mal direkt anfangen. So, schauen wir mal. Foundation Folge 45. Das Einkaufscenter sieht echt richtig gut aus. Und sind das nicht sogar die Nettofarben? Weiß ich gar nicht. Nettofarben, Lidl-Farben, Norma-Farben, Aldi-Farben. Man weiß es nicht. Ne? Man weiß es nicht. Schaut eher aus wie so ein Billigmarkt irgendwie so. Ne? Strümpfe für 1 Euro. Ganze Hosen für 2 Euro. Ne, das schaut ihr eher danach aus. So, da habe ich jetzt alle genannt. Ne? Nicht, dass mir hier Schleichwerbung unterstellt wird. So, kann es sein, dass eine Verkaufstheke die Glühweinschuppen der Taverne immer noch einen Gastraum dabei haben müssen? Ja, das ist eine gute Frage. Der können wir jetzt gleich mal nachgehen. Und schauen wir doch mal hier. So, gucken wir mal. Nö. Braucht's nicht. Er verkauft hier lustig sein Bier. Bier verkauft's, oder? Lass mal gucken. Hütte? Ach nee, die mal. Ach nee, ja, stimmt ja. Stimmt ja. Aber die haben ja auch hier nur eine Verkaufstheke. Ich weiß nicht, wenn man das vielleicht auf Bier umstellen würde, aber dann würde es ja keinen Sinn machen, weil eigentlich war das ja für den Apfelwein, aber die verkaufen gar nichts. Ne? Also bringen die Schuppen eigentlich im Prinzip null. Könnte man sie eigentlich auch wieder abreißen. Ne? Na, jetzt lasse ich es halt immer ein bisschen als Deko noch stehen und dann gucken wir mal weiter. So. Dass du so wenig Schweine hast, ist nicht gut. Da sollte man den Herrn Wolf doch mal einen Detektiv in das Jagdgebiet hinterher schicken. Nicht, dass der Wolf sich doch alle Schweinchen selber gönnt. Kurz vor Lachkrampf grins. Ja, nee, das hat sich ja hier. Ne? Wir haben 135 Schweine am Start. Ne? Also, ich würde mal sagen, läuft. Ja, das läuft. So, Foundation Folge 046. Die neue Kirche nahe der Klostermauer war mit der Fertigstellung gleich schon voll. Ich befürchte, dass du sie gleich erweitern kannst. Uiuiui. Ui, ui. War die echt gleich schon voll? Lass mal gucken. Lass mal gucken. Wo war das jetzt wieder gestanden? Ne? Fassungsvermögen von 20. Wo steht denn das? Ach, da hier. Stimmt, 2020. Das stimmt. Da müssen wir ein bisschen was dran hämmern. Na? Zumindest erstmal vorläufig. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns hier... Ha, lässt du das los? So. Wir machen uns hier mal lustig noch 2 Points. So. Das löschen wir hier raus. Dann klicken wir das hier an und wollen nein, wir wollen keinen Baum pflanzen. Kein Bauplatz. So, dann kicken wir mal. Dann knallen wir uns hier mal. Nein, 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 nicht so. 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 Knallen wir uns das einfach mal hier hinten dran und sagen bauen. So. Dann wird das auch mal erhöht. Hast recht, hast du gut erkannt. Mein Jung. So. Sag mal, würde es als Deko funktionieren, wenn man die eine Weizenfarm baut, was, wenn man die oder wenn man eine Weizenfarm baut, dort dann nur kurz die Bauern für die Aussaat einstellt und wenn der Weizen dann komplett gewachsen ist, die Bauern einfach wieder entlässt, bevor sie es ernten? Oder würden dann die anderen Bauern der anderen Farmen dort weiter ernten, wenn ihr Feld abgeerntet ist? Puh.
Wenn das klappt, dass die anderen dort nicht das Ernten anfangen, könnte man über diesen Trick doch ein paar Weizenfarmen oder auch andere Farmen, Apfelplantagen und so weiter richtig schön als sogenannten Platzhalter platzieren, bauen. So hattest du es dir, glaube ich, in Folge 045 vorgestellt und erwähnt, oder? Ja, oder besser gesagt, jein. Das Problem ist ja, dass wenn die Erntezeit rum ist, jetzt wie hier in diesem Fall, ne? Das Spiel automatisiert hier die ganzen Pflanzen entfernt. Ja? Auch wenn die noch nicht fertig geerntet haben, verschwindet der Rest wie von Geisterhand alleine. Ne? Deswegen denke ich mal, es würde nicht klappen. Ne? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ne? Ja gut, dann haben wir halt eine Weizenüberproduktion. Die können wir ja dann mehr oder weniger auch in den Handel reinschmeißen. Lass mal kurz gucken, ob man das eigentlich machen könnte. Handel. So, wer will denn, will überhaupt irgendjemand Weizen haben? Möchte kaufen. So, schauen wir mal. Brot. Kräuter. Nö. Nö, nö. So, möchte, warte mal, möchte kaufen? Eines ohne freischalten. Verbündet mit Arbeiterschaft. Es gibt da einen Fern. Ja, aber da können wir ja tauschen. Ja, Weizen gegen Wolle. Ich blick das nicht. Ich blick das überhaupt nicht. So, wo sind wir denn hier? Gnädigste, Ihnen mangelt es an Glauben. Dann lassen Sie uns doch mal schauen, wo Sie denn so arbeiten. Hier. Kriegen die Kinder oder was? War doch sonst nicht voll hier hinten. Muss man hier auch anbauen, ne? Bleibt ja nichts anderes übrig, das machen wir dann aber so. Das machen wir einmal so und dann sagen wir hier aus und dann schieben wir uns das ganze Teil mal ganz galant ein wenig noch mit hier rein. So. Schaut ein bisschen blöd aus, ne? Geh weg. So. So. Ja, besser. So, dann können die hier auch bauen, meinetwegen. Kriegen die halt auch ein bisschen mehr Platz. Dieses Volk. Undankbares Volk. Undankbares Volk. So, wo haben wir denn? Also, wie gesagt, ich glaub's mal nicht. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen, dass es klappt. So, alter Schwede, als du die Kerzenmacherei platzieren wolltest und sie dabei gedreht hast, dachte ich erst, dass sie für das Drehen der Gebäude ein neues Drehgeräusch ins Spiel eingebaut haben. Aber dann hatte ich gemerkt, dass du es mit deiner Zunge und dem Gaumen erzeugt hast. Schnalzen. In dem Moment, als ich es bemerkt hatte, musste ich extrem loslachen, sodass mir bis zum Ende der Folge die Wangen wehtaten. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ne? Du sollst nicht leiden. Ne? Also wenn die meine Folgen zu lustig sind, ne, also dann ist das nichts für dich. Quatsch. So, dann sind wir mal. Wo sind wir denn? Foundation Folge 047. Was bei der Zuweisung der Schatzkammern hatte ich in jedem Moment mit einer Stimme aus dem Hintergrund gerechnet, die auf dein Schatz sagen beim Zuweisen der Kammern mit Ja, Schatz, was möchtest du denn geantwortet hättest? Super Grinser. So hätten wir dann auch gewusst, wie deine Frau sich anhört. Verlegenheitsbreiter Grinser. Tja, da muss ich dich aber ganz gewaltig enttäuschen, lieber Jeffrey. Na, weil ich bin ein sehr glücklicher, alleinstehender älterer Herr. Ja, das bin ich. Na, da gibt es keinen, der im Hintergrund irgendwie antworten könnte. Und sollte das irgendwann mal der Fall sein, könnt ihr mich einweisen. Na? Wenn ich anfange, Stimmen zu hören, dann ist es vorbei. Nein, ich bin wirklich alleinstehend und das ist auch gut so. Und damit bin ich eigentlich auch recht happy mit. Na? Also, irgendwelche Heiratsanträge bitte an die auf meinem YouTube-Kanal hinterlegten E-Mail-Adresse, das wandert dann sofort im Spam. Ja? So, gucken wir mal weiter. Durch das Löschen auf neue. Auf Was? Durch das Löschen und Neuplatzieren des Daches
Vorm rechten Turm in der Klostermauer ist, glaube ich, keine richtige Verbindung zwischen dem Zierelement der Dachspitze und dem eigentlichen Dach entstanden. Guck doch noch mal bitte nach, nicht, dass das Zierelement in der Luft schwebt. Haben wir da ein schwebendes Kreuz? Kommt dann der Papst und spricht uns heilig? Meinst du hier? Aber ich habe doch gar nichts hier. Nochmal. Vom rechten Turm in der Klostermauer. Nö. Nö. Sitzt, wackelt und hat Luft. Alles gut. Brauchst du eine neue Brille, Jeffrey? Du brauchst anscheinend echt noch eine ganze Menge mehr an Stoff, denn bei Minute 34 hattest du auch nur noch 6 Kleidungsstücke im gesamten Dorf. Der Bierbestand ist auch schon auf 51 Bier gesunken. Oh. Und dann sehe ich gerade noch, dass auch nur noch 2 Haushaltswaren da sind. Hoffentlich geht dadurch nicht bald die große Meckerei los und ich frage mich, wo baut unser gutes Gleiskind das noch alles hin, damit alle glücklich bleiben? Du, was soll ich sagen? 450 Wolle. 1030 Kleidungsstücke. 689 Stoff. 44 Bier, gut. Dafür haben wir immer noch hier genug Äpfel und Apfelwein etc. Co. Ja, gut, wir könnten vielleicht noch eine zweite Brauerei irgendwann aufmachen, aber sind wir doch mal, also jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, Foundation und sein Wirtschaftssystem, das verlangt jetzt nicht wirklich großes wirtschaftliches Können. Ne? Du musst halt schauen, dass genug irgendwie immer da ist, aber so wirkliche Konsequenzen hat es auch nicht, wenn zu wenig da ist. Also, weiß nicht. Ne? Ich denke mal, die werden, wenn sie das Spiel dann aus dem Early Access rausheben und zum Vollpreistitel quasi machen, dass dann auf jeden Fall nochmal das Wirtschaftssystem überarbeitet werden sollte. Ja, weil, wenn du jetzt mal andere Spiele anschaust mit Wirtschaftssystem, dann ja. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Oder? So, Gut, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. So, die Mühle im Dorf finde ich gar nicht so schlecht, zumal ja auch gegenüber eine Weizenfarm ist. Ja, nee, ich weiß nicht, ich bin nicht so richtig. Nee. Ich bin eher so der Romantiker. Ne, bei mir muss eine Mühle irgendwie so freistehend am Feld, ne, schön, so von der Abendsonne beschienen. Ne, und das hier ist eigentlich. Ja, nein. Ich habe schon überlegt, ob wir die Mühle nicht einfach hier runter versetzen, so ans Flussufer. Ne, damit könnte ich dann aller Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen besser leben. Genauso die Mühle hier hinten. Ne, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ne, ich weiß nicht. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Neben der Haushaltswarenwerkstatt ist ein Holzfällerlager. Dort steht eine Lagerkiste, in der du schon Bretter drin hast. Somit würde ich in der neuen Lagerkiste bei der Haushaltswarenwerkstatt eher die benötigten Werkzeuge für die Werkstatt statt der Bretter einlagern. Habe ich mich da geirrt? Getäuscht? Oder so ähnlich? So, jetzt muss ich mal Orientierung. Orientierung, warte mal, hier sind wir falsch. Hier sind wir falsch. Wo habe ich die denn hingebaut gehabt? Wo waren das? Wo habe ich die denn hin? Warte mal, machen wir mal Trick 17. Auf die schnelle Haushaltswaren. Wo sind sie? Hallo? Da. So, lass mal gucken. So, die meinst du ja nicht. Wollen wir das nochmal nachlesen? Holzfällerlager. Nehmen wir das Holzfällerlager. Wo haben wir denn noch? Wo bastel ich denn noch Haushaltswaren? Was ist hier? Ne? Hier auch nicht. Hier wird nur verkauft, okay. Aber hier ist doch kein Holzfällerlager. Wo haben wir es noch? Ah, hier. Ja, jetzt weiß ich. Das neue Gebiet, okay. Gut, dann kicken wir mal da rein, was wir da drin haben. Lass mal gucken, habe ich da keine? Stimmt. Stimmt, dann machen wir das mal hier Lager leeren. Und knallen dann da Werkzeuge rein. Stimmt, hast recht. Das ist logischer.
Würde ich überlegen, brauchen wir hier nochmal ein Lager für Dinge, weil das kriegt die doch gar nicht voll, das wird da sofort weggenommen. Komm, dann machen wir hier anstatt, machen wir hier lieber Werkzeug rein. So, dann haben wir hier mal einen Platz, notfalltechnisch dann zu viel. Okay. So, neben der einen neuen Weberei brauchst du, glaube ich, noch zwei weitere, damit der Bedarf an Stoff gedeckt ist. Also wie gesagt, ne, also über Stoff muss ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken machen. Mein Gott, wie sich das anhört. Stoff, ne? Nicht Stoff. Stoff. So stoffiger Stoff. Ne, und wir haben ja jetzt hier zwei Webereien. Ne, also von daher läuft das. Das läuft. So, von der Folge 48. Du hättest bei der Tür für die Klosterschlafräume das Ansneppen ausstellen können, um die Tür dann weiter in das Gebäude reinzuschieben, sodass sie nur noch ein Stückchen rausgeguckt hätte und so wäre die Tür von der Höhe her kleiner ausgefallen. Ja, hätte, Fahrradkette. Finde ich jetzt, ja, ist okay. Na, kann man so lassen. Würde ich sagen, kann man so lassen. So, ist einer der ersten Steinmetzhütten rechts am Dorfrand nicht besetzt? Rechts am Dorfrand. Das ist jetzt so eine Aussage. Wenn ich hier stehe, ist rechts da. Und wenn ich so stehe, ist rechts da. Muss ich mal gucken. Ne? Machen wir das mal aus. Dann machen wir hier, nee, Marmor nicht. Hier. Schauen wir uns doch mal die ganzen Dinger an. Wenn ich schon hier hinten bin, schaue ich mal hier in dieses rechts. Stimmt, hast recht. Nicht besetzt brauche ich aber auch gerade gar nicht. 450 Steinblöcke, mehr als genug. Weiß nicht, brauche ich glaube ich nicht. Lass mal auf Reserve. Sollten wir in Steinblocknöten kommen, na, können wir ja reagieren dann. So, guck mal weiter. Vielleicht hättest, oder was? Vielleicht hattest du noch einen Marktarbeiter mit Jobzuweisung übrig, der die ganze Zeit keinen Arbeitsplatz finden konnte und so war der neue Verkaufsstand gleich besetzt. Ja, das stimmt. So habe ich mir dann auch gedacht. Denn ich hatte am Anfang der Folge gesehen, dass du oben unter Dorfbewohner eine einstehen hattest und diesen einen konntest du ja nirgends einstellen. Das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben jetzt immer noch eine Eins da stehen. Wir haben da noch eine Eins stehen. Der lungert jetzt da drin, ne? Hallo? 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 Müssen wir mal anders gucken. Schauen wir mal immer so. Jo, Berufe. Haben wir da nicht. Ja, aber wir haben. Warte mal, stopp. Ja, da ist er doch. Förster. Ha. Können wir den Förster nicht irgendwas anderes machen lassen? Bäcker, Bauer, Bauer, Baumeister, Bergarbeiter, Brauer. Können wir denn aus dem machen? Oh, ich weiß. Ich weiß es, ich weiß es. Wir machen ihn zum Sammler. So, Sammler. Chuck. Warte mal ganz kurz. Sammler. Sammler. Dann schmeißen wir ihn hier raus. Was sieht das jetzt? Schmelzer, ne. Kommt sie denn jetzt her? So, hier. Dann würde ich sagen, zu Hause anzeigen. Wo ist das richtige Haus? Hier. So, dann schmeißen wir sie hier mal raus. Dann soll sie sich gleich mal in der Nähe an schönen neuen Dingen suchen. Und wo arbeitet sie jetzt? Hier hinten. Genau. Da wird sie ja dann hoffentlich ein neues Zuhause finden. Ne? So, wird das auch erledigt. Dann wäre das auch erledigt. So, bei der Apfelplantage glaube ich, dass es so ist, dass das Lager des Apfelgartens nicht mit den anderen Lagern, die du sonst bauen kannst, gleichzusetzen ist.
Weil es zu dem Apfelgarten gehört und somit nicht als normales Lager, wo sich die Träger und Marktarbeiter die Äpfel rausholen können, gezählt wird. Anders könnte ich mir das sonst auch nicht erklären, warum der Markthändler sich keine Äpfel holt. Das kann möglich sein. Das kann wohl möglich sein. Was ist mit dir los? Du bist ein Leibeigener? So, Arbeitsplatz. Ah ja. Brauchen wir hier schon wieder ein Haus? Dieses Dorf wächst ungewollt. Echt. Das ist schlecht. Na ja, gut. Komm. Dann kriegt er hier noch ein Haus hingesetzt. Ach so, das ist ein Random House. Was haben wir hier? Das brauche ich. So, dann kriegen die halt hier noch ein Häuschen hingesetzt. So. So. Bisschen zurück. Dann können wir vielleicht noch beim Schönbau noch einen Garten davor setzen. So, dann kriegt er auch ein Zuhause. Ne, lass ich mal die Zeit ein bisschen schneller laufen. So. Gut, wo waren wir denn? Ja, das mit den Äpfeln, ja. Ich denke mal, das ist eine plausible Erklärung. Ja. So. Könnte man nicht aus zwei Fallobsthaufen einen großen Haufen zusammensetzen, wenn man die beiden Hälften Rücken an Rücken platziert? Bestimmt. Oder, naja, kommt drauf an, wie symmetrisch die sind. Das kommt drauf an. Lass mal gucken. So, da ist ein Haufen. Dann gucken wir uns das doch gleich mal an, wenn wir schon da sind, ne? So, und dann machen wir das einmal so. Gras ist ganz schön hoch. Ne? Setzen das mal hier so hin. Einmal. Dann nehmen wir uns noch so ein Ding. So, warum schaut das so anders aus? Okay. Naja, das könnte, glaube ich, schwierig werden. Joa, kann man lassen. Ja, kann man lassen. Ja. Das kann man lassen. So, wieder was dazugelernt. So, Foundation Folge 049. In den Türmen des Klostereingangs sind auch noch Säulen versteckt, die du löschen könntest. Ja, können wir mal gucken aus Performance-Gründen. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, lass mal gucken. Dann muss ich hier gucken. Mauer, Mauer. Ich brauche aber die Wandsäulen. So, schauen wir mal. Zack, 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 zack. Wird nicht gelb, ne? Da ist eine, die brauche ich. Da. Da ist eine. Löchen. Zack. So, weil hier kann ja keine drin sein. Ich habe ja hier nichts dazwischen. Ja, da ist ja nur Mauer dazwischen. Gut. Haben wir uns wieder ein Stückchen gespart, ne? So. Würden die Hecken nicht so weit rausstehen, wenn du sie anders herumsetzt, siehst? Gemeint ist, wenn man die Hecke von der Hecke. Was? Was? Wenn man die Hecke von der Hecke am Weg in Richtung der Türme zieht. Ja, kann gut möglich sein, aber haben wir ja galant gelöst. Ja, das lasse ich jetzt auch so. Ja, schaut, finde ich, gar nicht mal so schlecht aus. Ja, dass mir die Bubbel quasi bepflanzt, mit. Ne? Ja, kann man glaube ich so lassen. Kann man, glaube ich, so lassen. Ja. Würde ich jetzt nicht nochmal wegreißen wollen. So. Was war das für eine Meldung? Dorfkirche gebaut. Gut. Super. Sag mal, fehlt eventuell noch vor dem Klostereingang ein Brunnen, weil ich gesehen habe, dass viele Dorfbewohner zu dem Brunnen bei den Imkern aufs Klostergelände laufen. Das kann natürlich gut möglich sein, ne? Wir könnten natürlich hergehen und so war das jetzt nicht geplant, Spiel. So war das jetzt nicht geplant. Machen wir es halt so. So. So, und dann einmal auf Bru.
Uru, kuru, kuru. Bru. Bru, 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 bru. Bru, denn vor dem Tor. Dann kriegen sie nämlich gleich auf dem Weg mal einen Brunnen gesetzt. So. Das könnte dann so funktionieren. Okay. Dann hätte man das auch. So, off-topic Spieletipp. Spieletipp meinerseits ist Hammerting und vielleicht ist das ja auch was für dich. Man muss eine Zwergenbergbaukolonie unterirdisch aufbauen. Hier mal das Steam-Link zum Spiel. Ja, ich habe es mir schon mal angeschaut, aber es ist nicht so meins. Irgendwie nicht, weiß nicht. Ist nicht ganz so meins. Ne? Weiß nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe es mir mal angeschaut. Ja, es sprang der Funke jetzt nicht so recht über. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann haben wir den Jeffrey-Port erledigt. Kann man ihn zumachen da. So, einmal zugemacht, nicht speichern. Und weg ist er. So. Ach ja. Das Dörfchen. Das Klösterchen. Es wächst. Es wächst. So, jetzt muss ich aber hier, glaube ich, noch den Schlafsaal zuweisen. Ne? Lass mal gucken. Imker, Imker, Imkerlein. Genau, ich habe hier ja ganz schön viel drin. Genau. Was kann ich denn hier reinmachen? Chor. Was kann der Chor? Kann der was? Erzielt die Wirkung Erträge von Manuskript. Kloster mal. Was? Erzielt die Wirkung. Klostermahlzeit, Klosterkleidung, Wissen, was? Kenntnisse in Mathematik und Fragezeichen wurden erhöht um so und so viel Prozent. Hehe. Klosterkleidung, wo stelle ich die Kleidermacher? Verkauft Klosterkleidung an die Dorfbewohner. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler, oder? Das ist ein Übersetzungsfehler. Skriptorium. Gelehrte, Gelehrte, Gelehrte. Große Halle. Bereits platziert. Gut, hier haben wir schon. Kapelle. Verkauft köstlicher Gott. Was? Ach. Verkauft klösterlicher Gottesdienst. Köstlicher Gottesdienst an die Dorfbewohner. Okay, die würde ich aber woanders gerne ganz gerne hinsetzen. So, Chor, Speisesaal. Verkauft Klostermahlzeit an die Dorfbewohner. Speisesaal. Ist das hier hinten? Machen wir da schon nochmal einen Schlafraum raus? Ich glaube, wir brauchen sowieso jede Menge. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Schlafräume. Das ist dann hier die Erweiterung. Machen wir auch nochmal zum Schlafraum. So. Okay. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob das schon klappert. Dass wenn wir jetzt dann die Mönche rein, die brauchen dann allerdings auch Klamotten, ne? Brauchen die Klamotten? Ich glaube schon. Gut, dann machen wir hier mal den Bau weiter. Das war das Ding, ne? Erweiterung. Oder das Ding, ja, und dann haben wir es ein bisschen höher gesetzt, ne? Außerhalb des Territoriums. Wieso ist es außerhalb des Territoriums? Hä? Ich habe da Land dazu gekauft gehabt. Ach, guck. Kriege ich da den Bogen so hin, dass das einigermaßen klappt? Dass wir da erstmal dran vorbeikommen? Das wäre. So, lass mal gucken. Lass mal gucken. Da könnten wir sogar noch ein Stück weiter raus. Das ist das halbe Fenster da drüben. Mal ein bisschen tricksen. Ich sehe jetzt nicht ein, warum ich da das Land kaufe.
Ne? Dann ziehen wir das einmal höher. Oder war das zweimal? Zweimal war das, ne? So. Dann nennen wir den Bereich. Das verbinden wir dann wieder mit hier, ne? Damit. Oder? Da können wir ja noch ein bisschen tricksen. Indem man sowas noch dran baut. Küche. Guck. Muss angeschlossen werden. Ist mir schon klar. Ist mir schon vollkommen klar. Wo soll das angeschlossen werden? Die Küche? Die könnte man doch. Ja. Muss angeschlossen werden. Hä? Wie meinst du das Spiel? Hä? An was muss denn das? Snappt ja doch hier. Ach, und, ach so. Aha. Ja, warum nicht, ne? Würde hier auch gehen, aber in der Kirche schaut es ein bisschen doch. Gut, das kommt später. Das kommt später. Küche. Turm. Erweiterung. Schaust du aus? Du bist eher sowas Kleines, okay. Okay, was bist du? Du bist einfach nur so ein Durchgang. Und du so? Du bist sowas, ne? Wenn man das hier so hinsetzt und dann so hochzieht, schaut das dann noch gut aus? Vielleicht noch eins runter, ne? Tack. Jetzt schaut es gut aus. Und dann könnte man hier den Gang weiterführen. Obwohl, das schaut so abgeschlossen aus, ne? Ne, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. So, dann hätten wir noch Milchscheune, Schafstall, ist klar. Hasenhügel, okay. Misthaufen, bla bla bla. Fischteich, Pilzhütte, Brunnen, Kelches Kreuz. Eine Wandsäule ist auch klar. Dieser komische, das ist doch ein bisschen übertrieben, ha? Ein bisschen übertrieben. Kräutergarten brauchen wir auch dann demnächst. Weinberg ist okay. Die Bienenzucht haben wir schon. Okay. Ich würde mal vorschlagen, wir könnten doch eigentlich keine Bedingungen. Okay. Das ist schon mal gut. Wenn es keine Bedingungen gibt, ist schon mal gut, aber das würde ich relativ schön präsent irgendwie hier hinsetzen wollen. Zu weit weg. Kommt das Problem wieder. Okay, darum kümmern wir uns mal erstmal später. So, wir haben jetzt hier die Hütte. Und da brauchen wir noch dieselbe Tür da dran geklatscht. Wie haben wir denn da drüben die da, ne? Zack. So. Dann schaut das einigermaßen gleich aus. Ich möchte irgendwas Spektakuläres noch hier hinten haben. Ein bisschen was Spektakuläres. Hinten kommt ja sowieso keiner zum Gucken hin. Können wir das dann hier so dran machen? Ui, das schaut doch nett aus. So. Nicht kleckern, klotzen. Ui, das passt jetzt hier aber harmonisch nicht zusammen. Ne? Ach, das ist doch wieder doof. Ist doch wieder. Gut, snappen aus. So, lass mal gucken, wir haben es. Das wäre dann so. Direkt so dran. Wäre. Hä? Das war doch gerade aus. Hä? Nee, so passt das nicht. Nee, kriegen wir so nicht hin. Okay. Aber das wäre dann, dass es hier vorne so raussteht. So, und dann so da drin ist. Angeschmiegt. Das ist zu viel. So. Und dann hochziehen.
Haken zu hoch. So. So, dann schaut es natürlich hier doof aus, aber das, da können wir uns ja behelfen. Ne? Wir sind ja nicht doof. Das kriegen wir schon kaschiert, das ist kein Ding. Aber das finde ich ganz witzig. Das würde mir, glaube ich, gefallen. Aber es ist ein bisschen zu weit drüben, oder? Guck mal, hier ist es einigermaßen dran. Guck mal hier mit, guck mal mit. So. Jetzt hier vorne gucken. Jetzt schaut es gleich aus. Jetzt schaut es gleich aus. Ja. 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 Ja, ja. So. Hä? Ach so. Entschuldigung. Ach, komm jetzt. Zack. 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 Mhm. Jawollo. Ja, so gefällt mir das. Können Sie mal bauen. Bin ich mal nicht so. Das können Sie dann mal so bauen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, wie gesagt, der Klosterbau, der wird sich jetzt noch ewig hinziehen. Auch bis wir da unseren ersten Honig quasi ernten können, wird es auch noch ein bisschen dauern. Das ist aber okay. Das ist okay, wir haben Zeit. Soll ja was Vernünftiges werden diesmal. Ne? Soll doch was Vernünftiges werden. Schaut doch schön aus. Die zwei Türmen dann, das schaut bestimmt schnucklig aus. Gut. Müssen wir uns eigentlich noch um irgendwas anderes kümmern? 96% Zufriedenheit spricht eigentlich für sich. Ne? Spricht doch eigentlich für sich. Wir können unsere Vogtin mal wieder losschicken. Mal gucken lassen, ob sie noch irgendwo was findet. Hier noch Möglichkeiten. Hier können wir mal gucken lassen. Da was rausspringt bei. Okay. Sonst läuft der Laden ja eigentlich. Ja? Jetzt bis auf den kurzfristigen Aussetzer. Na, wir haben jetzt 300 Einwohner. Das ist okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal die nächste Stufe an. Beförderungen. Beförderungen. Uiuiuiui. Wir könnten hier das vollkommene Bürgermassaker machen. Eieiei. Hä, haben wir so viele Gemeinde? Kann doch gar nicht sein. Achso, wir haben gar keine Gemeinden. So, Ankunft. Ankunft, dann machen wir das doch mal, oder? Schaffen wir uns mal ein bisschen hier wieder Action. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, sollte erstmal reichen. Sollte erstmal reichen, jetzt kommen sowieso dann die ganzen Fehlermeldungen rein. Nichts zu essen, keine Unterhaltung, kein Glaube. Ja, Behausung. Harren wir den Dingen, die da kommen. Harren wir den Dingen, die da kommen. Ich bin gespannt. Nee, sonst passt alles soweit. Würde ich sagen, ich bin aber überlegen, ob wir da hinten nicht irgendwie dieses Gebiet hier erschließen sollten. Dass wir unsere Vogtin dann mal da hinten konzentrieren. Dann können wir uns hier noch so ein kleines Brückchen machen. Okay, guck. Es geht los. Er hier. So, lass mal gucken, mein Freund. So, du bist jetzt gemeiner. Du arbeitest 6 Meter von zu Hause weg. Hä? Du hast doch gerade gesagt, du hast... Was? Lass mal gucken. Wo arbeitest du? Wer bist du? Okay. Und dein Zuhause ist auch da drin. Und warum bist du jetzt da? Achso, du hast dein... Du arbeitest am Kloster mit. Das ist natürlich ein bisschen weit weg, ne? Das kann natürlich möglich sein.
Das kann natürlich möglich sein, dass das zu Irritationen führt. Jetzt hat er nämlich sein Gehäuse. Das kann natürlich sein. Nahrung hat er, alles gut. Waren hat er, okay. Schauen wir bei Unterhaltung, da müssten wir allen. Den hat er auch. Wasser hat er auch. Ja, gut, guck, hat er doch wieder alles. Der Bub. Ja, mei, jetzt hat er doch wieder alles. Sei Wasser hat er. Das gute Wasser. Sei Käuse hat er. Mei, schee. Mei, schee. So, und hier ist ein bisschen krumm, ne? Das ist ein bisschen, ist mir ein bisschen krumm geworden, oder? Bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Jetzt können wir, ich weiß nicht. Hier würde ich ganz gerne dann doch mal, aber dann nehmen wir eine neue Fantasy-Mod-Geschichte. Weil sonst blicken wir mit ganz lauter Rot nicht mehr durch. Fantasy, danke. Wir ackern uns wieder nach unten, wir ackern uns wieder nach oben. Und dann brauchen wir hier die kleine Grasentfernung. So, dann setzen wir mal an. Dann, 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 dann. Bauen! So. Ja, wollte mal was anderes machen aus. Zack, zack. Machen wir mal Dang Dang. Dang Dang. So. Gut, Kinders, dann würde ich sagen, haben wir den Samstag wieder erfolgreich dank Jeffrey gewuppt. Ne? Hier wird wieder weitergebaut, das ist schön, das läuft alles. Alles prima. Nutzen die den Brunnen? Das können wir jetzt mal ganz schnell schauen. Wird der Brunnen genutzt? Warum Schild hier hin machen, ne? Free Water! Free Water for all! Naja, die werden das schon nutzen, oder? Glaub schon. Nein, nicht? Naja, Hauptsache steht ein Brunnen da. Ist doch schon mal was. So, und morgen am Sonntag werden wir uns mal hier um den Garten kümmern. Mal Rasen mähen, ein paar Blümkes pflanzen, ne? Das alles mal ein bisschen schön machen, dass wenigstens, ne, hier schon mal alles passt. Ne? Das ist so die Vorgehensweise. Gut, dann wünsche ich euch noch einen recht schönen, erfolgreichen, ruhigen, entspannten, ja, allgemein gesehenen, guten restlichen Samstagabend und wir sehen uns am Sonntag in aller Frische. My Foundation. Ich wünsche euch was. Tschüss.